Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Duel. Ähnlich wie bei der Schamanen-Arena. Ja, wieder Hearthstone und wir zocken wieder in der Arena, solange bis wir rausfliegen. Jo, und los. Wen kriegt man denn? Okay, Schamanen nehmen wir nicht, den hatten wir ja schon das letzte Mal. Richtig. Und Hexenmeister ist ein bisschen risky in der Arena. Die Krieger und Hexenmeister kann beides sehr gut werden. Kommt immer drauf an, was man kriegt. Also man kann mit beidem locker die 12 Siege schaffen, wenn man ein anständiges Deck hat. Wir könnten eine Münze drum werfen. Okay, also. Kopf Garrosh, Zahl Gul'dan. Garrosh. Okay. Sieg oder Tod. Gut. Was kriegt man denn da? Ein Azurblauen Drache, ein Alarmobot und ein Schlickspucker. Das ist schwer. Ja. Also ich meine, es ist schwer, sich zwischen Azurblauer Drache und Schlickspucker zu entscheiden. Ja, der Alarmobot. Ich wäre fast für den Schlickspucker. Ich glaube, ich würde den Azurblauen nehmen. Einfach wegen Kampfschrei zieht eine Karte. Das Ding geht Hand-Neutral. Aber der Schlickspucker ist halt auch verdammt geil. Richtig. Und weil der halt wieder einen ruft, ist das auch wieder im Endeffekt Neutral. In einer anderen Art aber. Ich weiß, trotzdem. Ich würde aber trotzdem den Azurblauen nehmen. Gut. So von Zauberschaden haben wir nichts. Ja klar, aber in der Arena... Ja gut, in der Arena wird gar nicht so oft mit Silence gespielt. Von daher... Na, mir ist wurscht. Nehmen wir den Schlickspucker. Okay. Nachtklinge, Ritter der Silbernen Hand und Taurenkrieger. Ja, das ist obvious. Ritter der Silbernen Hand natürlich. Die anderen beiden sind viel zu scheiße. Ja. Verteidiger, Befehlsruf und Rüstungsschmieden. Ja, Verteidiger. Ja, die Rüstungsschmieden ist zwar geil, aber nur um Constructed. Spalten, feurige Axt oder Kriegshymnenanfänger? Ah, beste Warrior-Karte überhaupt natürlich, die Kriegsaxt. Mhm. So, wir haben einen Blaukiemenkrieger, einen Schildblock und einen Irrwisch. Den Irrwisch, wir nehmen den Irrwisch. Hm? Ja. Nein, natürlich Schildblock. Den Schildblock. Das sollte klar sein. Arkanschnitter, Sturmangriff und Toben. Auch das ist klar. Immer die Waffe. Eben. Jetzt haben wir eine Kultmeisterin, nochmal Spalten und Schreckenskorsar. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Schreckenskorsar rausfliegt. Dann ist das gar nicht mal so einfach. Aber ich glaube, ich wäre für die Kultmeisterin. Einfach weil die das Potenzial hat, sehr viel Plus zu machen. Aber ja, Spalten Krieger ist auch schon. Gut. Aber Spalten beides ist halt gut. Auch böse. Geht beides. Mir ist wurscht. Nee, wir haben schon relativ viel mit 4 und 5. Wir haben noch recht wenig Niedriges. Trotzdem. Ich glaube, ich würde die Kultmeisterin nehmen. Ja, weil es einfach eine Kreatur ist. Ja. Agentum Knappin, Voodoo-Doktor oder scharlachrote Fanatikerin? Ja, das ist klar. Denn die Fanatikerin natürlich. Ja, ja. Was denn sonst? So. Totengräber konnte wer nochmal? Achso, ja, wir haben nichts mit Todesröcheln. Dann ein Elite-Soldat, würde ich sagen. Nein. Wir brauchen noch ein paar 2-Mana-Viecher, Blutzumpfraptor. Ja, stimmt. Ist da nicht die beste 2? Geschmolzene Riese? Nein. Morlock-Anführer? Nein. Blutschrei? Geil. Ja. Noch ein Arkanlidschnitter. Müssen wir nehmen. Die anderen beiden Karten sind viel zu crap, außerdem ist der Arkanlidschnitter geil. Richtig. Noch ein Schildblock, Wirbelwind und junger Drachenfall. Das wird der zweite Schildblock. Ja. Noch eine Fanatikerin, ein Söldner oder einen fiesen Zuchtmeister. Die sind alle gut. Ja. Ich würde normalerweise Söldner sagen, aber wir haben noch zu viel fürs Early Game. Zu wenig fürs Early Game. Müssen wir halt den Zuchtmeister nehmen. Den würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Ich würde mir, wenn dann die Fanatikerin noch überlegen, aber ich glaube, das wird hier der Söldner. Einfach weil der so OP ist. Ja. Müssen wir. Noch ein Arkanitschnitter. Da geht, glaube ich, der Arkanitschnitter über den Söldner. Ja. Krabbler, Blutelfenklerikerin und Netzfürst. Jetzt Krabbler. Der Krabbler. Innere Wut, noch einen Dritter der silbernen Hand oder einen Schildträger. Oh verdammt, wir haben viel zu viel Karten mit 5 Mana, aber wir müssen den Ritter nehmen. Ja. Lepragnom, noch ein Schildblock oder Magmawüter? Ja, Schildblock. Die anderen beiden Karten sind kacke. Sind in der Arena kacke. Feurige Axt, Toben. Super. Kriegsaxt 2. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Sehr schön. Ja, der Arena, Frostwolf, Grunzer und Wirbelwind.
Da würde ich jetzt den Wirbelwind nehmen, ja, weil Herr der auch. Arena und Frostwolfgrund sind einfach nur Kacke. Man kann sich eigentlich merken, ein Spotter, der mehr, der Wind, der nicht, dessen Leben nicht über seinen Mana liegt, ist nicht gut. Ja. Außer er hat noch Gottesschild. Aufs Stichwort Sonnenläuferin. Was ist die andere Karte? Befehlsruf. Der, den nehmen wir auch. Ja, klar, die Sonnenläuferin ist heftig. Drachenschuppenheilerin, Schreckenscousar. Das wird die Heile. Das... Na, nein, pass auf, jetzt nehmen wir den Korsaren. Wir haben nämlich genug Waffen und ja, haben. Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben nämlich einen Haufen Waffen im Deck. Ja, wir müssen ihn nehmen. Welche Waffe nehmen wir jetzt? Die wunderbar. Frage. Nee, Quatsch, warte mal. Wir haben zwei Volk Kriegsäxte. Also den Zuchtmeister nehmen wir nicht. Die Frage ist, bis des Todes oder Axt? Wir bräuchten eigentlich ein bisschen was mit wenig Mana. Und das Todesröchel kann nach hinten losgehen. Naja, das tut es aber normalerweise nicht. Stimmt, und der hat halt einen Angriff. Aber die Folge Kriegsachs ist einfach die beste ist einfach die beste Kriegerkarte, die es überhaupt gibt. Ja, ist es. Ja. Ja, ja. Noch ein Arkanit-Schnitter, eine Eisenschnabeleule, so viel zu Thema, hier wird nie mit Silence gespielt. Und eine Arkanit-Waffenschmiederin. Wir haben schon drei Arkanit-Schnitter, möchte ich mal kurz anmerken. Genau, deswegen würde ich. Eule. Ja, in der einen Ausnahmesituation. Na, eigentlich die Arati-Waffenschmiedin. Noch eine Waffe, echt jetzt? Mhm. Wir haben dreimal Schildblock, wir können uns das leisten. Und sechs Waffen! Ja, und? Ja, gut, nehmen wir sie. Ich hatte letztens erst eine Arena mit sechs Waffen und hatte trotzdem Situationen, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt noch eine Waffe. Das wird jetzt, denke ich, der Champion. Mhm. Falls wir jemals einen Gegner kriegen sollten. Heldenhafter Stoß, Erntegolem und Sturmlanzen. Ja, Erntegolem natürlich, ja. Beste. Endlich mal ein Lowlife, endlich mal ein Early-Game-Monster. Oh, Moorkrabbler. Der ist scheiße eigentlich. Ja, also, aber... Blau-Kiem-Krieger ist zwar normalerweise nur 2 Mana, Deal 2 Damage, aber müssen wir nehmen. Mhm. Noch ein Arkanit-Schnitter. Jetzt langsam wird's lächerlich. Und ja. Der Witz ist, wir nehmen den. Ja, müssen wir. Ogre der Felsenfäust, Elite-Soldat und Kriegshündin-Anführerin. Kurve sagt Ogre. Jo. Okay, also merke, wenn wir ins Late-Game kommen, wird's böse. Ja, und jetzt wird's natürlich der Zuchtmeister. Und wie viel fehlt jetzt noch eine? Eine Monstrosität, einen tödlichen Stoß und eine Sonnenzornbeschützerin. Ah. Ja, sind wenn wir nur davon ausgehen, dass die Monstrosität rausfliegt... So, pass mal auf, wir müssen ins Late kommen. Ich denke, es wird an dieser Stelle die Sonnenzornbeschützerin, auch wenn der tödliche Stoß geil ist. Ja, wir haben zwar scheiße wenig Monster, aber dann doch noch genug für sowas, würde ich sagen. Weil wir müssen irgendwie ins Late Game kommen. Mhm. Also, los geht's. Nicht das beste Deck, aber eins, was man hernehmen kann. Mhm. Die dreimal vorige Kriegsachse ist natürlich richtig geil. Während viermal Arkanischnitt einfach nur lächerlich ist. Hm. Ist es drei oder sind es vier? Ich kann das nicht erkennen. Von hier gerade auch nochmal. Naja. Wir werden es ja nach dem Duell sehen. So. Viel zu viele Waffen auf jeden Fall. Garrosh! Oder Subi. Garrosh! Da geht ja gut los. Sieg oder Tod. Ich werde euch ich will nichts davon behalten. Okay, das will ich behalten. Super, dann kannst du den ganzen Rest gepflegt. Oder das heißt, in dem Fall könntest du dir fast überlegen, den Schreckenscousar. Nein. Schmeißen weg. Wieso? Der kostet noch genau einen Mana. Stimmt, in dem Fall können wir ihn behalten. Einfach wegen der Synergie. Mhm. Supi. First Turn Kriegsachs, würde ich mal sagen. Depends on. Na, jetzt nicht. Das wäre witzlos. Klar, nur wegen um den Helden Schaden zu machen, machen wir es nicht. Lass mich raten, Heldenfähigkeit. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Mad Bombe! Na, mal hin. So, jetzt aber Axt und reingerannt wird. Ja. Sein Monster ist kaputt. Look da, Ogre! Und kaputt. Benötigt ihr einen Segen? Hä? LOL? Ja. LOL?
toll. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich würde jetzt gar nicht mal den Kosar, sondern die Kriegshymnen, die Scharlachrote Fanatikerin spielen. Und dann Kosar reinrennen. Rüstung geht auch. Ja. Schreckenskosar, Arme ab, reinrennen. Blut und Beute! Und im nächsten Zug kommt gleich die nächste Kriegsaxt. Mhm. Wenn wir jetzt noch irgendeine gute Legendary gehabt hätten, dann wäre das echt hier in Warrior Late Game Control geworden. Ja, wie groß ist die Chance, in der Arena eine Legendary zu bekommen? Irgendwas zwischen 0 und nix. Okay, wir könnten jetzt einen Gottesschildspotter machen, das lohnt sich aber nicht wirklich. Ich würde sagen, Münzer Arkanitschnitt, ansonsten kriegt man das Viech nicht rechtzeitig los. Ja, Coin Arkanitschnitter, boom. Ist zwar selbstzerstörerisch von vorne bis hinten, aber geht halt gerade nicht anders. Look da, Ogre. Ja, irgendwann können wir auch an ihm schauen. Das war's. Mhm. Und ja, vor allem irgendwann können wir uns halt immer wieder die Rüstung geben. Ja. Irgendwann ziehen wir halt unseren Schildblock. Stimmt, den haben wir ja auch nicht selten im Deck. Dreimal. Deswegen konnten wir es uns ja leisten, so viele Waffen zu spielen. Oh, der geht kaputt. Der geht ins Deck kaputt. Ah. Das ist uncool. Nein, wir spielen nein. Jetzt. Ich habe gerade nur geschaut, ob irgendein Diener oder ob unser Diener sterben muss. Erstmal würde ich sagen, klatschen wir sein Viech. Ja, und dann Fanatikerin plus Gottesschild. Oder Fanatikerin. Was? Entweder jetzt die Fanatikerin plus Heldenfähigkeit oder Fanatikerin plus Sport. Ich glaube, Fanatikerin plus Sport ist besser. Ja. Für den Kreuzzug! Schilde! Außer natürlich, er hat Spalten, aber. Wie groß ist die Chance? Okay, zugegeben, wir hatten mehrmals die Chance, es zu nehmen, aber. Deswegen muss er es ja nicht haben. Wir haben es ja nicht genommen, weil die Karte scheiße ist. So viel dazu. Na, was kommt jetzt? Kommt überhaupt was, ist die Frage. Erstmal kommt was, wenn sein Zug beendet. Und das macht er gerade nicht. Danke. Schildblock. Hier ist die Frage, Schildblock oder Oger? Oder sonst was? Ich würde mal sogar fast sagen, wir ignorieren mal seine Erfinderin, weil die hat ihren Effekt gezogen und die Angriffspunkte sind nicht so gefährlich wie die Lebenskraft. Und die geht erst nach hinten los, wenn wir angreifen. Ich würde sagen, also ich würde Folgendes sagen. Schildblock, Kriegsaxt und damit Kriegsaxt und der Beschützerin seine Erfinderin kaputt machen und die Fanatikerin rennt direkt rein. Erstmal gucken, was wir ziehen. Ja. Kriegsaxt. Ja. Look da, Ogre! Ich kann. Auch wenn das, was er sagt, absolut kein Snack. Schließt euch uns an oder sterbt. Mhm. Vor allem. 5 Rüstung, das ist so mächtig. Habe ich vorher irgendwas gesagt, von wegen, die Karte ist in der Arena nicht so toll? Meine ich mich zu erinnern. Mhm. Also, wir können jetzt verschiedene Sachen machen. Wir könnten den hier rufen und Rüstung anlegen. Wir könnten den hier rufen und den hier rufen. Wir könnten nur den hier rufen. Wir könnten das hier machen, was keinen Sinn ergäbe. Okay, pass mal auf. Die Kultmeisterin, denke ich, würde ich mir aufsparen. Was jetzt? Ich würde den Ritter rufen und Armor ab. Knappe, mir zur Seite! Und dann... Bereit, mein Herr. Das macht die nochmal. Wenn ihr einen Zauber wirkt. Also Rüstung. Dann würde ich sagen, Beschützerin plus die Fanatikerin machen das Ding kaputt. Also machen das die... Hier? Ja. Schließt euch uns an, oder steige ich gar nicht da. Und, mit der Kriegsaxt machen wir mal... Und... Ich muss mich entscheiden. Weil sein Viech wird in seinem Zug nicht gefährlich, solange er nichts anderes hat.
Und im nächsten Zug kann den unserer... Damit hatte ich gerechnet. Darauf hatte ich gehofft. Und im nächsten Zug kann ihn unsere reservierte Hand instanten, wollte ich sagen. Das ist jetzt, hat sich jetzt sehr übrig, weil jetzt ist das Ding sowieso noch auf 1 da. Okay. Ob das jetzt sinnvoll war, bleibt mal aus. Knappe bolzt als erstes mal die Kronmeisterin weg. Genau. Wenn ihr darauf besteht. So, X-Axe bolzt sein Viech weg. Und dann würde ich sagen, Kappler plus Ogre. Ja, macht am meisten Sinn. Und im nächsten Zug würde ich dann sagen, Erntegolem plus Verteidiger. Abhängig davon, ob sie ziehen, natürlich. Wir haben ja noch diverse Akademie im Deck, ne? Wow. Das war wasted. Das war eine interessante Animation. Und natürlich erwischt es den Ogre. Und das war ein Schrei. Den spielen wir jetzt natürlich nicht. Nein, nein. Das wäre ja irgendwie witzlos. Das wären jetzt einfach nur 7 Schaden und Ende. Ja, dann hole ich den Erntegolem, den Verteidiger und dann mache ich nochmal Armor ab. Ja. In der Reihenfolge natürlich. Genau. Mein Schild rein. Für Argus! Und. So. Alter, das Scharmützel. Die Karte ist so biestig. Mhm. Da hast du absolut recht. Ah, jetzt kommt sein Arkanitschnitter. Ja, gut, wir haben 2 Spotter mit Todesschrei. Spotter, Spotter. Todesschrei, wenn wir das gesagt haben. Ja, Todesschrei. Stimmt, das gibt fast Sinn. Kampfschrei. Ja, supi. Jetzt kommt die Early-Game-Karte. Dann spielen wir einfach nur die plus Rüstung. Was? Weil die Kultmeisterin möchte ich nicht spielen. Ich auch nicht. Und rein, was wird. Wir brauchen den Card-Draw von der Kultmeisterin, brauchen wir noch. Da will ich warten, bis der Typ wieder einen Mob spielt. Ja gut, im Moment kann er nur unseren Krabbler angreifen und der will angegriffen werden. Mhm. Das tut er ja auch fleißig. Ich habe das Gefühl, dass dieses Let's Duel wird länger als die nächsten folgenden. Okay. Der lebt nicht lange. Komm, die beiden Krabben. Ja, Blutsumpf Raptor 1 gegen 1, würde ich sagen. Okay, jetzt hat er sich leer gespielt. Jetzt würde ich jetzt recht sagen. Jetzt spielen wir natürlich erstmal die Kultmeisterin. Ja. So, jetzt tauscht er nicht zum Faktor 1 gegen 1. Oder beides. So, ganz geredet, jetzt. Was kriege ich denn? Oh. Wir spielen aber trotzdem den Arkanitschnitter und bolzen ihm eine rein. Ja, aber der ist nachher nicht. Look da, Ogre. Mhm. So. Jungchen, kannst du mal kurz checken, wie viele Karten der jeweils andere noch im Deck hat? Der hat noch 11 und wir haben noch 13. Warum? Wollte ich nur wissen. Weil sich das Duell unter Umständen noch zieht. Je nachdem, was er jetzt zieht. Er hat sich leer gespielt und hat nichts auf dem Feld. Ja. Was? Ja, das ist ja ein Krieger-Mirror dauert immer ein bisschen. Deswegen könnt ihr nicht erwarten, dass die Folge heute eine Länge hat, die mit den anderen vergleichbar ist. In den Nachfolgen. Weil erstens war noch der Deckbau dabei und zweitens kam gleich das hier. Den Krabbler ignorieren wir mal gekonnt. Wir spielen ja, jetzt einfach. Den Champion und rennen mit volles Rohr rein. Oder Alternative, du spielst. Also Champion spielst du natürlich, das ist klar. Du könntest aber jetzt auch mit dem Krabbler in sein Ding. Ah ne, Quatsch, unser Ding würde dabei er hat nicht den sterben. Todesröchel und uns ist schon das Beschworene. Ist ja schon klar. Ja, klar. Dann einfach nur mit allem reinrennen. Voll for the face. Wer ist denn jetzt? Weil wir noch eine Waffe haben. Look down, Ogre! Was er nicht ahnen kann. Richtig. Und zwar eine richtig heftige Waffe für einen Finisher. Aber wenn er jetzt keinen Spot hat, hat er sowieso verloren. Mhm. Deswegen spiele ich die auch immer gerne als Finisher. Einfach 7 Schaden. Aber die Chance, dass er das jetzt noch abwehren kann, ist hart bei 0.
Na, mit nochmal so einer Karte wie vorhin. Wie hieß die nochmal? Wenn nur ein Dino überlebt. Genau. Das müsste er spielen, dann müsste genau sein Viech überleben und... Nein, wenn... Er war, ich meine, aus seiner Sicht. Er weiß nicht, dass wir den Blutschrei haben. Ja. Aus seiner Sicht stimmt's natürlich. Ja, nicht ganz. Wenn bei uns der geisterhafte, die spektrale Spinne überlebt, langt das auch nicht. Vor allem, weil die ja nur 1-1 hat. Worgen. Wir haben gewonnen. Jo. GG. Wow. Wie sagt man so schön, das kratzt unsere Rüstung bestenfalls. Für die ja, einfach mit allem reinrennen. Ich hab irgendwie keinen Bock, das jetzt irgendwie hier schön zu beenden. Aber das... Ja. Kap. Gut. Cool. Und mit einer Folge, die etwas länger ging als erwartet, sag ich... Danke fürs Zuschauen und sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao. Ciao.